Semesterschluss. In der Schlosskirche der Universität Bonn gibt es dazu normalerweise einen akademischen Gottesdienst. Am Schluss des Wintersemesters 2021 ist das anders. Das, was Sie gerade sich anschauen, tritt an die Stelle, wo sich Sinn- und Lebensräume öffnen zwischen Begrenzungs- und Entgrenzungserfahrungen. So lautet der Obertitel der Reihe in diesem Semester mit seinen andersartigen sonntäglichen elektronischen Format. Allesamt Versuche und Anstöße dazu, Sinn- und Lebensräume zu öffnen. Trotz der Begrenzungserfahrung, die man ja landauf, landab in ganz vielen Bereichen durchlebt. Etwas einzuspielen, was mit Entgrenzungserfahrungen zu tun hat. Solchen, die in dem drin stecken, was wir Gottesdienst und Kirche und ja Gott nennen. Auf die Saat setzen, so lautet die Überschrift für diesen akademischen Gottesdienst am Ende des Semesters. Auf die Saat setzen, ausgerechnet am Ende des Semesters und in den Anfangszeiten des Durchimpfens. Mithilfe eines Bibeltextes aus dem Lukas-Evangelium wird das nachher gleich bedacht werden. Vielleicht sehen Sie diesen Film genau am 7. Februar 2021 um 11 Uhr, zu der Stunde, an der der Gottesdienst sonst stattfinden würde. Vielleicht schon ein paar Stunden danach oder eben Tage später oder mit noch viel größerem zeitlichen Abstand. Wir stellen uns vor, dass Sie, wie Sie diesen Film ansehen, vielleicht einfach per Zufall reingeschneit sind. Oder dass Sie in der Universität Bonn studieren und arbeiten, beziehungsweise das vor einiger Zeit getan haben. Oder Sie gehören zu denen, die typischerweise in den Zeiten, als es das Wort Lockdown noch gar nicht gab in der deutschen Sprache, und Sie sind ja gar nicht so lange her, dass Sie also typischerweise sich am Sonntag aufgemacht haben in die Bonner Innenstadt, zum akademischen Gottesdienst mit seinen Predigten, seiner Musik, mit Singen und Beten. Wie auch immer, willkommen. Willkommen, sagt Ihnen Professor Eberhard Hauschild, zugleich der evangelische Universitätsprediger. Und Elisabeth Schwab, Studentin. Und Jan Thiel, Student. Es erklingen nun die Glocken. Danach die Orgel. Miguel Prestia spielt die Fantasie D-Moll für Orgel von Johann Pachelbel.
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuseher, liebe Gemeinde. Es ging ein Sämann aus, um zu säen. Und als er säte, fiel einiges auf dem Weg und wurde zertreten. Und die Vögel fraßen's auf. Und anderes fiel auf den felsigen Boden. Und als es aufging, verdorrte es, weil es keine Feuchtigkeit hatte. Und anderes fiel mitten unter das Unkraut. Und die Unkräuter gingen mit auf und erstickten's. Und anderes fiel auf das gute Land. Und es ging auf und trug hundertfach Frucht. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Eine Geschichte von einem Bauern, einem, der so sät, wie es üblich war, in vielen Jahrhunderten und Jahrtausenden. Und so wie es auch heute alles andere als selten ist, wenn man nicht gerade in Europa lebt oder in einer der Megastädte sonst wo auf dem Globus. Nichts Besonderes wird erzählt, höchstens etwas eher Altertümliches, fast eine Idylle. Jedenfalls gibt es solche Bilder von sehenden Landmann. Aber das Erzählte liefert dann eben gerade keine Idylle, wo alles schön und gut ist. Vorgeführt wird der ganze Realismus beim Säen und Wachsen. Man bekommt vor Augen geführt, was alles dazugehört beim Auf die Saat setzen. Denn wer immer, was auch immer sät, steigt damit ein in eine Geschichte, die weitergeht, ob man will oder nicht, bei der was gelingt und was nicht gelingt. Ausgesät werden vom Menschen nicht nur Pflanzensamen, sondern auch Worte und Ideen, welcher Art auch immer. Eine Art von Aussaat, womit ich mich täglich beschäftige, ist das, was ich übers Internet auf dem Handy empfange. Ich habe keine Tageszeitung abonniert mit den Nachrichten von gestern. Ich schaue auch nicht täglich die Nachrichten im Fernsehen um 19 oder 20 Uhr, wie es meine Großeltern noch tun, obwohl mir das Handy auch ARD Live und ZDF Live anbieten. Ich klicke mich durch oder suche mehr oder minder gezielt. Ganz klar, ich muss selbst entscheiden, was ich anschaue und was nicht. Und selber prüfen, welche Webseite, welche Bloggerin und welchen Post sich mir als vertrauenswürdig erweist. Das Semester und seine Vorlesungszeit geht zu Ende. Aber mein Studium geht, neben ein paar Erholungspausen, im Februar und März weiter, bevor die Veranstaltungen im Sommersemester wieder beginnen. Ich soll in den nächsten Wochen, in der ersten oder zweiten Prüfungsphase, zeigen, dass etwas von der Saat, von den Lerninhalten, aus den Vorlesungen und Seminaren und von wissenschaftlichem Verstehen bei mir aufgegangen ist. Ich werde zeigen müssen, dass ich davon in 20 Minuten beim Antworten auf Fragen in der mündlichen Prüfung aus dem Kopf noch weiß oder was ich nächste Woche in 3 Stunden aufs Papier bringen kann. Es wird geprüft, welchen Zuwachs die Saat bei mir bekommen hat. Und dann ist da zurzeit die große Aussaat an Impfstoffen. Es ist gut, dass es überhaupt etwas zu säen gibt. Und auch noch, was für eine tolle Saat. Wenn sie einmal in meinem Arm versenkt ist, dann ist ziemlich berechenbar und ohne weiteres Zutun klar, dass sie ihren Zweck erfüllt und mich und andere schützt. Ich freue mich schon auf die Erntezeit, sowohl auf die der Impfstoffsaat als auch die meiner Prüfung. Hoffentlich fällt sie gut und reich aus. Jede Erzählung mehrschichtig ist, wie es sich lohnt, sie weiterzuerzählen, so auch die von dem Bauern, der auf die Aussaat setzt. Und wie bei jeder Erzählung, ja jedem Wissen überhaupt, kommt es darauf an, wie es verstanden wird. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Mit diesem Satz schließt der biblische Erzähler denn auch seine Erzählung ab. Dabei ist doch klar, es kommt nicht nur auf funktionierende Ohren an, sondern auch darauf, was davon ankommt, im Filter- und Verarbeitungssystem namens Gehirn. Und dann noch, was davon bildlich gesprochen das Herz erreicht.
Fernab von jeglichen neurologischen Wissensbeständen macht es der Erzähler schon im Kreis der Schülerinnen und Schüler noch genauer deutlich, in einer Art Folgeerzählung zur Erzählung vom Bauern, die sich natürlich auch an die Leserinnen und Leser richtet. Mithin an uns, an Sie und mich, die wir uns doch wohl möglich etwas erhoffen von dem biblischen Wort. Die Erzählung soll ein Gleichnis sein. Und damit setzte sich dann dem aus, wie es nun mal ist, wenn Menschen erzählte Worte hören. Es kommt auf die Rezeption an. Es ist dem ausgesetzt, dass sie es sehen und doch nicht sehen und hören und nicht verstehen. So formuliert es der biblische Text selbst. Gefährdet, nicht verstanden bzw. missverstanden zu werden, das ist das Risiko beim Unterrichten, bei jeder produzierten Kommunikation, in den Büchern und Zeitungen, auf den Internetseiten und Bloggerbeiträgen und beim Umgang miteinander unter Freunden oder der Familie oder im Fakultätsrat oder der mündlichen Prüfung auch. Und es ist auch so, wenn man von Gott redet. Ja, es ist noch mehr so, wenn man von Gott redet. Unausweichlich geschieht das in Bildern, die aussehen wie Menschenbilder. Und in Erzählungen, die so erzählen, als würde man vom Menschen reden. Der erzählte Erzähler Jesus nennt seine Geschichte vom Seemann ein Gleichnis. Er sagt im anschließenden Gespräch mit seinen Jüngerinnen und Jüngern, was dies Gleichnis leisten kann für die, die es verstehen, nämlich wie es im Bibeltext heißt, zu wissen die Geheimnisse des Reiches Gottes. Durchblick zu haben, worauf es ankommt in diesem Gleichnis. Und wenn dieser Erzähler für die Christinnen und Christen der Offenbarer ist, der, aus dem Gott selbst spricht, dann setzt das doch einen Unterschied zu anderen, zu dem, was sonst so erzählt wird in den Märchen und Sagen, in den Vorlesungen und Universitätsprüfungen, im Internet und am Handy oder wo es denn derzeit noch möglich ist, face to face. Es kommt darauf an, was dieses Gleichnis sagt und wie es dies sagt. Es kommt auf die Inhalts- und Gestaltqualität des Gleichnisses an. Darum die Beschäftigung mit ihm. Der erzählte Erzähler gibt im Anschluss an die Erzählung geradewegs einen Hör- und Lesehinweis heraus. Das aber ist das Gleichnis. Der Same ist das Wort Gottes. Das provoziert. Denn erzählt wurde doch zuerst dieser Same, der nun Wort Gottes sein soll, der geht verloren. Die Provokation liegt nicht bei der Bildhälfte. Denn ja, wer Samenkörner aussät, muss damit rechnen, dass nicht aus allen Samen was wird. Einige werden aufgefressen von irgendwelchen Tieren. Einige Jungpflanzen kommen um, weil die Bodenqualität nicht so ganz optimal im Wetter, versagt. Sie werden von anderem, was sonst noch versteckt ist, im Boden an Samen und schnell wachsenden Keimlingen bald überwuchert werden. Mit Schwund muss man rechnen, dass es die Samen nicht schaffen. Die Provokation besteht bei der Sinnhälfte. Dass es eben Gottes Wort nicht schafft, weil anderes lauter, interessanter, ja eben mächtiger ist. So wie im Internet, das doch angetreten ist, der große Ort des freien Zugangs zur Wahrheit und der Ort des herrschaftsfreien Diskurses zu sein. Hustekuchen. Und wenn ich schon mal dabei bin, das Gleichnis provoziert nicht nur, es übertreibt auch. Bei der hundertfachen Frucht. Die Rechnung mag für den Ackerbau stimmen. In der modernen industriellen Landwirtschaft wird die Quote sicher noch um ein zigfaches mehr übertroffen. Allerdings kann es dann auch sein, dass solche Nutzung Probleme mit der Bodenqualität verursacht und dann plötzlich,
wenn man sie doch bräuchte, nicht nur die Regenwürmer, sondern auch die Bienen abhanden kommen. Wie dem auch sei. Stimmt die Rechnung denn für Gottes Wort? Verdächtig finde ich schon, wenn ich beim Zählen mal bei den Wörtern anfange, die Erzählung braucht. Dann komme ich auf 52 Worte, die erzählen, dass das Wort Gottes sich nicht durchsetzt. Für das Gegenteil davon, von der hundertfachen Frucht, gibt es gerade mal 15 Wörter. Wo ist denn die hundertfache Frucht des Wortes Gottes, die alles übertreffen soll? Bei den Internetklicks sicher nicht. Ich glaube, ganz so einfach ist es nicht. Es ist doch ganz normal, dass beim Reden und Hören bei weitem nicht alles ankommt und aufgeht. So wie in der Vorlesung die Worte nur zum Teil ins Verständnis ankommen. Oder das Gelesene in der Prüfung schon wieder völlig weg ist. Und bei dem, was ich sage, ist es auch nicht anders. Was meine Freunde dabei heraushören oder meine Eltern davon verstehen. Verstehen ist schwierig. Und Gottes Wort zu verstehen, ist noch viel schwieriger. Jesus hat das Gleichnis einer großen Menge erzählt. Und die meisten von ihnen haben es nicht verstanden. Selbst beim Inner Circle der Jünger ist es eher mäßig mit dem Verständnis. Gottes Wort müsste, wenn es wahr sein sollte, mit dem Gleichnis so etwas haben wie eine Einimpfung. Du merkst erst gar nicht, wie sehr du dich verändert hast. Du merkst selber auch gar nicht, wie du durchs Studium doch irgendwie schlauer geworden bist. Denken und überhaupt, hoffe ich zumindest. Nur manchmal, wenn es drauf ankommt, dann ist der Unterschied da. Dann fällt der anderen auf. Und er fällt dir auf. Gottes Gegenwart bleibt geheimnisvoll. Und sie hat viel zu tun damit, wie sie von mir und von dir aufgenommen wird. Die sogenannte Erklärung des Gleichnisses, die bei Lukas miterzählt wird, verschiebt dann aber beim Erklären die Perspektive noch einmal zusätzlich. Jetzt ist das Samenkorn nicht mehr verglichen mit dem Wort Gottes, wie es noch anfangs hieß. Mehr und mehr wird beschrieben, welche Aufnahme diese Worte bei den Menschen erfährt. Es geht um Varianten beim menschlichen Hören dieser Worte. Damit wird das Gleichnis zu einer Beschreibung von uns, den Zuhörerinnen und Zuhörern. Den Zuhörerinnen und Zuhörern in der Gemeinde des Lukas. Den Generationen von Zuhörerinnen und Zuhörern seitdem. Wo auch immer auf der Welt, potenziell der ganzen Welt. Denn inzwischen ist es doch kein Problem, an eine Deutung ranzukommen, nach der ich mir vorstelle, dass alles zum Guten bestimmt ist und dass man sich das vorstellt in der Erzählung von Gott, dem Schöpfer. Und auf einmal rückt dann das Gleichnis so noch ein Stück näher heran. Die Frage ist, was machen wir, was machst du und ich, damit, dass in uns diese Art von Samen eingeimpft ist? Durch Worte und Vorstellungen, die es doch gibt. Was machen wir damit, etwa als Getaufte oder als Menschen überhaupt? Haben wir es eigentlich mitbekommen? Und denken wir noch daran, dass Gott am Werke ist zum Guten, dass ebenso, wie es in der Bibel bezeichnet wird, das Gottesreich angebrochen ist? Die Worte habe ich gehört. Haben Sie gehört? Haben Sie verstanden, verinnerlicht? Machen die Worte dann eben einen Unterschied aus? Die Gleichnisauslegung bleibt da ehrlich. Die Saat auf den Weg gefallen. Irgendwie geht es im Leben einem verloren, wird gefressen von anderen. Oder sie hat keinen Wurzelhalt zum Wasser der Tiefe, wenn man in die Durststrecken des Lebens kommt. Oder sie wird schlicht überwuchert. Oder eben aber sie bringt Frucht, wie es in der Gleichniserläuterung heißt. Keine Hunderterzahlen mehr an dieser Stelle, wie beim Ausgangsgleichnis. Die Tatsache der Fruchtbildung an sich macht schon den entscheidenden Unterschied aus. Das Fruchtbringen macht einen selbst zum Träger, zur Überträgerin des Wortes Gottes.
Das Wort Gottes entfaltet ein doppeltes Potenzial. Und hier wird das nun mit zwei Stichworten konkretisiert. Wir messen nicht in Zahlen von Körnern oder Kilo und Tonnen, sondern nennen schlicht Worte menschlicher Qualität. Herz und Geduld. Genau das ist es, was wir brauchen und was eingeimpft ist. Es ist auch das, was bleibt am Ende eines Semesters und in den ersten Monaten eines Vakzins, das auf das immer noch mehr gewartet wird, als dass es schon da ist. Und das ist doch eigentlich gar nicht so geheimnisvoll, jedenfalls eigentlich nicht schwer zu verstehen. Herz und Geduld. Auf die gesäte Saat setzen, auf die Kraft der Saat setzen. So lautet der letzte Satz aus der Zusatzerzählung folgendermaßen: Die aber auf dem guten Land sind die, die das Wort hören und behalten in einem feinen, guten Herzen und bringen Frucht in Geduld. Von der Unvollkommenheit des Ackers, wie er nun mal ist, von den eigenen Unvollkommenheiten und der anderen um mich herum und auch der Welt überhaupt, von all dem sich nicht beirren lassen. Und ja, auch sich nicht von der Unvollkommenheit eines Gottesdienstes wie diesen, der sich auf die Krücke von Zoom und Internet stützen muss. Sich schließlich auch nicht beirren lassen von einem Semesterschlussgottesdienst, der doch eigentlich nach der Bonner Schlosskirchentradition auf ein gemeinsames Abendmahl hinzielen würde. Heute aber hier kein Brot, kein Wein, kein Sehen von Angesicht zu Angesicht zwischen uns und ihnen. Aber auch solch ein Gottesdienst, der das alles nicht bieten kann, lebt dennoch davon, dass gesät ist. Dass trotz Zweifel, schwacher Ausdauer, Sorgen eben gesät ist. Durch Gleichnisse und anderes mehr. Und dass Gott es wachsen lassen wird, indem es auf fruchtbaren Boden fällt. Herz und Geduld. Geduld und Herz. Worte hören und verstehen. Sich angeredet wissen. Worte anderen sagen. Sich verständlich machen. Das ist das eine. Das andere, beten, Gott in den Ohren liegen und sein eigenes Herz sprechen lassen, ungeduldig sein dürfen und ungeduldig sein wollen. Gott, wie gerne würde ich aufwachen aus dem beschwerlichen Traum, wenn es wieder ganz normal wäre, die zu treffen, die ich treffen will, in ihr Gesicht zu schauen, sie live zu umarmen. Gib mir die Gabe, sie anders zu treffen, ohne ihnen gefährlich zu sein. Gott, wie sehr gehen mir die Menschen nicht aus dem Kopf, die so viel verloren haben. Ihr Einkommen, ihren Alltag, ihr Feiern, ja, einen ihrer Liebsten. Wecke in mir den Geist, auf andere zuzugehen. Gott, wie sehr sind alle herausgefordert. Die Eltern von kleinen Kindern, die, die in den Kliniken arbeiten, die die Kultur veranstalten wollen, die Kirchen. Lasst uns lernen. Und wir sprechen gemeinsam die Worte: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Name komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.